Ja, so dann Bastelzeit und heute mit einem Video aus der Sekunde-Mal-Ecke. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Vorgeschichte. Ja, ich wollte mir gerade etwas bauen, brauchte dafür einen Motor und habe in die Kiste mit Motoren gegriffen. Hab einen rausgezogen, den hat mir irgendjemand vor langer Zeit mal geschickt. Ja, normalerweise nehme ich keine Pakete an, weil, hey, ich habe genügend Zeug hier rumliegen. Entsprechend dauert das halt auch ewig, bis dass ich mal zu Sachen komme. So auch hier, das lag jetzt ein paar Jahre in der Kiste. Unter anderem auch, weil ich mir das damals angeguckt habe. Kurzer Blick drauf, ja, ist ein Motorkiste, okay, passt schon. Hab aber irgendwie so ein bisschen nicht verstanden, was das ist. Das holen wir jetzt nach, denn ich habe diesmal gelesen. Das Ding sieht hier so aus. Ja. Sieht erstmal aus wie ein größerer Motor. Und meine Idee, als ich das gesehen habe, war, ja, Schrittmotor ein bisschen größer. Okay, kann man vielleicht irgendwann mal brauchen. Ja, inzwischen weiß ich ein bisschen besser, was das ist. Und das Erste, was wir schon sehen können, das ist hier diese wunderschöne Verbindung mit dem Kabel dran. Die sieht halt schon ein bisschen professioneller aus. Dieses Professioneller, das sehen wir auch, wenn wir ein bisschen drehen. Hier haben wir nämlich eine Typenbezeichnung, nämlich Faulhaber 3564K024BC. Okay. Um nur ehrlich zu sein, den Namen Faulhaber habe ich vorher noch nie gehört. Ich meine, man sieht jetzt halt, okay, das ist irgendwas aus der professionelleren Ecke. Ich habe dann mal so bei ein paar Leuten rumgefragt, die Industriezeugs machen, und da kam dann so das, das ist so der High-End-Bereich. Okay, High-End-Bereich klingt doch schon mal gut, also haben wir offensichtlich etwas, was ein bisschen mehr Wertigkeit hat. Und das setzt sich auch fort, wenn wir das Ganze uns angucken. Wenn wir nämlich hier reingehen in diese 3564er Serie, dann sehen wir das Ding hier. Das ist ein 4 Quadranten PWM mit RS-232 Motion Control System. 73 Watt an Leistung und ja gut, klingt schon mal interessant. 4 Quadranten, okay. Wenn wir mal ein bisschen weiter runter gucken, dann sehen wir auch ein bisschen genaueres. Betriebsspannung 12 bis 30 Volt DC, also wahrscheinlich 24 Volt. Ja, hier steht es ja auch, Nennspannung Motor 24 Volt. Übliche Spannung für so Steuerkram. In der Industrie ist das weit verbreitet. Die Leerlaufdrehzahl 11.000 Umdrehungen pro Minute mit einem Drehzahlbereich von 1 bis 14.000 Umdrehungen pro Minute. Machen wir aber mal einen Stern dran. Da kommen wir dann nämlich noch später zu. Ja, der Spitzendrehmoment, Drehmomentkonstante kann man hier sehen, 142 Millinewtonmeter müsste das dann sein. Muss ich aber ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung von, ob das jetzt viel oder wenig ist. Muss man dann gucken. Was hier dran natürlich ein bisschen auffällig ist, ist dieses Wort hier, RS-232. Das können wir auch sehen, wenn wir hier drauf gucken. Auf der anderen Seite haben wir nämlich eine Belegung von den Pins. Wir haben hier nämlich, das andere Ende vom Kabel mal holen, jede Menge Farben. Und hier ist genau beschrieben, was was ist. Ground, 24 Volt, okay, ist klar. AN-In dürfte eine Log-In sein, ein Fault, um Fehler anzuzeigen. Und dann haben wir aber AGND, RXD und TXD. Das Ding hat also offensichtlich eine serielle Schnittstelle. Und hier drin wahrscheinlich dann einen kompletten Controller. Das erklärt dann auch die Kühlrippen hier. Und der kümmert sich dann hier um die Steuerung des Motors. Und das ist auch ganz gut, dass er das macht, denn das ist halt nicht irgendein Motor, sondern die Serie, das sind bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Controller, wie wir hier sehen können. Also das hier ist im Prinzip ein BLDC, heißen die ja meistens dann im Modellbau, Brushless DC Motor. Und diese BLDCs, die nutzt man überall dort, wo eine Menge Leistung benötigt wird, aber auch Präzision teilweise. Denn ja, ich hatte ja eben gesagt, ich dachte, das wären Stepper. Stepper sind diese Dinger, die kennen wir zum Beispiel aus unseren 3D-Druckern und so weiter, die halt in Schritten immer weitergehen. Die hier haben keine Schritte. Und in dem Fall geht es sogar noch weiter, denn wenn wir hier mal lesen, dieses Ding besticht in erster Linie durch extrem konstanten Gleichlauf verbunden mit hoher Laufruhe. Also eben, wie ich gerade gesagt habe, nicht diese Schritte, sondern eine durchgängig steuerbare Bewegung. Und entsprechend dann auch hier die empfohlenen Einsätze, zum Beispiel in der Optik, Sondermaschinenbau, Schweiß, Wuchtmaschinen, Mess-, Wiegesysteme, also alles, wo eine sehr, sehr große Präzision benötigt wird.
Und wie gesagt, wir haben unseren internen Controller hier und können den direkt per serieller Schnittstelle steuern. Das können wir auch relativ gut, denn wenn wir mal weiter gucken, hier gibt es allein irgendwie so knapp 100 Seiten Kommunikations- und Funktionshandbuch, was nur beschreibt, wie man das Ding per RS-232 steuert. Alternativ, hier war es ja auch drin beschrieben, es gibt eine Software, eine fertige, den Motion Manager. Den scheint man auf der Webseite einfach so runterladen zu können, also anscheinend mal ausnahmsweise nichts, was man zusätzlich kaufen muss. Das freut mich natürlich jetzt. Und ja, über den kann man den dann auch parametrieren, steuern, was auch alles so möglich ist. Anschluss muss ich mal gucken, aber wenn wir uns hier mal das Zubehör angucken, der Contact Adapter, dann haben wir hier unsere serielle Schnittstelle und einen Chip daneben. Und ich hatte auch irgendwo mal ein Bild gefunden, das sieht mir nach einem Max 232 aus. Ich schätze also, dass der hier TTL-Pegel spricht und im Prinzip direkt mit einem so einem USB-TTL-Wandler dann ansteuerbar sein sollte. Oder halt, wenn es TTL ist, zum Beispiel auch mit einem Arduino oder so, wobei das wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Jetzt haben wir aber noch zwei Elefanten im Raum. Die Nummer eins ist, das hier sieht anders aus als das, was wir hier auf der Webseite sehen. Muss das hier mal angucken. Ja, das kommt zwar schon so hin, ne? Aber bei uns ist hier oben der Teil anders. Hier ist nämlich nur irgendwas blau mit irgendwas hier einer Scheibe oben drauf. Naja, das hier ist Zubehör. Das ist nämlich, wenn wir hier an der Seite gucken, da ist etwas eingeprägt. Auch Faulhaber. Und zwar steht hier etwas von 38-2S14.1. Das hier, das ist nämlich, mal gucken, ein Zubehör aus der Kategorie der Präzisionsgetriebe und Planetengetriebe. Das heißt also, hier sind jede Menge Zahlräder drin, die dafür sorgen, dass wir da irgendwas mit der Drehzahl machen. Und wenn wir uns das Datenblatt zu genau hier der 38-2S angucken, dann sehen wir auch, was das Ding genau ist. Und zwar S, das Ding ist aus Stahl gefertigt, das ist also ein Metallgetriebe, dürfte einiges aushalten, auch wenn wir hier gucken, 300 Newton ist, wenn ich richtig sehe, hier das, was man da drauf geben kann. Dauerbetrieb 4000 RPM, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das, ach nee, das ist die Eingangsdrehzahl, okay. Müssen wir also ein bisschen aufpassen, weil der macht ja 12.000, der Motor, 4000 sollten wir nicht überschreiten. Und wir hatten etwas gesehen von 14.1, das ist die Untersetzung, zwei Getriebestufen. Das heißt in dem Fall hier, dass wir 14 Eingangsumdrehungen in eine Ausgangsumdrehung umsetzen. Wenn wir also mit 14.000 Umdrehungen reingehen würden, kämen wir am Ende mit 1.000 Umdrehungen raus. Heißt, das Ding ist langsamer. Allerdings heißt es eben auch, das Ding hat mehr Umf dahinter. So, so viel zu den Elefanten. Und jetzt der zweite Elefant. Ich sagte ja gerade schon, das Ding ist Oberklasse. Und irgendeiner hat mir das einfach so geschickt, ohne irgendwas groß dazu zu schreiben. Nun ja, ich habe mal nachgeguckt im Internet. Wenn man dieses Ding hier aktuell kauft, dann zahlt man mal eben 350 Euro. Gebraucht. Der Neupreis für das Ding hier mit Getriebe, da reden wir eher so von 1.500 bis 2.000 Euro. Ups. Das ist auf jeden Fall also ein teures Ding. Und ja, aufgrund des Preises und dass nichts dabei stand, gehe ich eigentlich davon aus, dass das Ding wahrscheinlich dann nicht mehr funktioniert. Ansonsten wäre das schon sehr ungewöhnlich, sowas einfach rundzuschicken. Ja, würde ich einfach mal sagen, wir gucken einfach mal, ob es funktioniert. Ich meine, wir haben ja eine Menge Doku. Wir wissen, wo die 24 Volt rein müssen. Wir wissen, wo wir RX und TX haben. Wir haben eine Software. Im Prinzip haben wir alles, um das Ding testen zu können. Also testen wir es doch, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Wo sind wir denn hier? Selbstverständlich werden wir das Ding erstmal zerlegen, denn ja, dafür sind wir hier. Wir können ja sehen, wir können das Getriebe mal abmachen. Da wird man jetzt wahrscheinlich nichts sehen. Das werde ich definitiv nicht zerlegen, weil Planetengetriebe wieder zusammensetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das sinnvoll hinbekomme, die ist eher gering. Aber wir können auf jeden Fall hier hinten in diesen Ansteuerteil mal reingucken, was denn da so drin sitzt. Danach mal durchmessen, haben wir irgendwo Kurzschlüsse, Bekannte und ja, mit Glück dreht sich am Ende doch was. Also drehen wird sich auf jeden Fall was, weil ganz ehrlich, wenn hierbei was kaputt geht, würde ich fast wetten, dass es eher der Controller ist und nicht die Mechanik, eventuell das Getriebe, dass das einen weg hat, ja, den Motor. Nee,
Normalerweise haben die Überlastschutz und alles. Also ich gehe davon aus, der Motor selber wird noch funktionieren. Schauen wir mal, was wir hier haben. Haben wir irgendetwas, um dann mal hier reinzukommen? Ich würde sagen, wir fangen mal hier oben beim Getriebe an. Arbeiten uns dann mal nach unten vor. Wir haben hier oben 4 Schrauben drin. Ich gehe mal davon aus, die kann man dann halbwegs einfach abschrauben und das Getriebe abnehmen. Denn wie gesagt, das sind ja 2 Teile, die separat sind. Und ich vermute auch, dass es jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass man die im Feld auch tauscht. Hier so einen Motor hat, zum Beispiel auf Reserve. Irgendwo geht was kaputt, tauscht mal den Motor, lässt aber Getriebe und so dann da. Wie gesagt, die kommen hauptsächlich im Maschinenbau, Sondermaschinenbau zum Einsatz. Also in Gefilden, wo tatsächlich auch heute noch eher repariert wird, als direkt alles wegzuschmeißen. Auch allein wegen der Kosten. Wir haben ja gehört, so günstig ist der Spaß nicht. Okay, das hier war einfach nur eine Platte. Dann auf zu den nächsten. Die sitzen auf jeden Fall fest. Da gibt es bestimmt auch wunderschöne Beschreibungen am Ende. Das gefällt mir. ich wollte sagen, gibt es am Ende bestimmt wunderschöne Beschreibungen, mit was für einem Drehmoment hier jede Schraube, die ist aber ziemlich kaputt, jede Schraube angezogen sein muss. Denn ich glaube, da hat sich schon mal jemand dran versucht und ist gescheitert. Es gibt meistens Drehmomentangaben für jede Schraube in so einer Maschine, einfach um sicherzustellen, dass am Schluss das Produkt sauber und sicher läuft. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn da irgendeine, wir hatten ja eben zum Beispiel gesehen, Schweißmaschine oder so. Ja, wenn da halt so ein Schweißgerät plötzlich an der falschen Stelle ist, weil einer die Schraube falsch befestigt hat, das ist im Zweifelsfall für die Mitarbeitenden in der Nähe eher ungesund. Entsprechend wird da meistens eher ein Mehrwert darauf gelegt, das sinnvoll zu machen. Ja, ich kapituliere hier an der Stelle jetzt erstmal, denn die beiden Schrauben, da sind die Köpfe so kaputt. Das macht keinen Sinn. Schade drum. Denn ich hätte eigentlich schon gerne mal reingeschaut, aber dann probieren wir das später nochmal eventuell, dass man sie ausbohren kann. Das würde gehen. Sieht mir nach einem normalen Gewinde aus. Kann man eine andere Schraube dann wieder festmachen. Aber gut, begeben uns mal zur Rückseite, hoffen, dass wir mehr Glück haben. Die Schrauben sehen auch nicht mehr so gesund aus. Was dann halt auch zeigt, das Ding hier war halt schon irgendwo im Einsatz. Ich meine, man sieht es ja auch an anderen Stellen. Ist ja schon an ein paar Stellen etwas mitgenommen. Aber im schlechtesten Fall lernen wir halt, wie hier so ein BLDC funktioniert. Denn ein BLDC ist ja normalerweise nicht dafür da, irgendwie präzise, also schon präzise zu laufen, aber das macht er nicht von selber. Da braucht man eine Menge Technik. Und gerade auch, wenn man sehr genau arbeiten will und es nicht einfach nur darum geht, irgendwie ein bisschen Leistung irgendwo hinzukriegen, dann muss man hier auch Sensoren drin haben, wahrscheinlich irgendwelche Hallsensoren, um eine Rückmeldung zu bekommen. Was macht denn der Motor jetzt gerade wirklich? Wir müssen 3-phasig oder 4-phasig sogar ansteuern, dass die entsprechend dann auch sich in die richtige Richtung drehen, nicht gegeneinander arbeiten. Das geht eine Menge Intelligenz rein, um sowas anzusteuern. Ich meine, ja, es gibt fertige Controller dafür. Das macht heute keiner mehr selber, aber mal gucken. So, es scheint noch nicht offen gewesen zu sein. Jedenfalls ist hier noch der Aufkleber, der es festhält. Wobei, er lässt sich lösen also. So, schauen wir mal. Es kommt alles am Stück raus. Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wow. Okay, nichts zum Zerlegen gedacht, würde ich schätzen. Wie kriegen wir das denn hin, dass man da ein bisschen mehr sieht? Den hier müsste ich mal losmachen. Ich suche mal gerade Werkzeug. Nein, das hier ist ja auch nur irgendeine Tülle, um das Ding halbwegs gegen, gute Frage, wahrscheinlich eher gegen Staub abzudichten. Ich glaube nicht, dass das Ding ein IP-Rating hat. Und es ist so tief drin, dass ich es eh nicht wirklich sinnvoll bewegt bekomme. Na gut, gucken wir aber trotzdem mal, was wir hier so finden. Es wäre der Licht. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Chip, der ist tatsächlich beschriftet mit dem Firmennamen Faulhaber. Ist also, ja.
entweder ein komplett eigenentwickelter oder es handelt sich um was, was sie zugekauft haben und dann beschriften lassen haben. Das gibt es natürlich auch. Ansonsten, wir haben ein paar Tantals hier außenrum, wenn ich richtig tippe. Oh, einen sehr großen. Gute Frage. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, es ist ein Kerko, aber wir haben in der Mitte halt diese Lötstelle nochmal drüber. Also könnte auch sein, dass das eine Art Quarz ist oder so. Ansonsten ein Siepex SP232. Das sieht mir nach dem RS232 Transceiver aus. Hier irgendwas 2274A. Und jetzt haben wir hier oben noch einen 37AU2504. M-5.0, das dürfte ein 5 Volt Spannungsregler sein. Das würde passen, das Ding läuft ja mit 24 Volt, das nicht auf 5 Volt runtergeht für diese Controller. Ansonsten unten haben wir eine Info 0209, also ich tippe mal auf 2002 dann eventuell. Und ja, auf der anderen Seite, die wir leider nicht so gut erkennen können. Mal gucken, ob man ein bisschen was sieht. Da sehen wir auf jeden Fall, wenn wir reinschauen. Was ich sehe, das sind 6 MOSFETs, Minimum. 3 Controller in der Mitte, die wohl irgendwie das Ding ansteuern. Wir haben eine Sicherung, wir haben einen Messwiderstand. Und was wir auch haben, sind 8 Drähte, die in Richtung Motor gehen. Also doch schon ein bisschen mehr. Was wir nicht haben, das ist irgendwas, was wirklich so aussieht, als ob es groß kaputt gegangen ist. Hier haben wir sogar noch einen Elko an der Seite. Der sieht aber auch noch in Ordnung aus. Ist auch irgendwas Goldenes. Die habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. War das Philips oder sowas? Der ist sogar, der ist sogar festgeklebt, der Elko. Also auch der geht so schnell nicht weg. Interesting. Na gut. Was haben wir da für Chips? IR2101S wäre dann International Rectifier, das könnte hinkommen. Irgendwelche MOSFET-Treiber für dann Halbbrücken. Wir haben 3 Kanäle, die jeweils gegen Plus und Minus gezogen werden können. So. Und ja, von dem, was ich so sehe, wäre meine Vermutung, wenn da drin tatsächlich etwas kaputt sein sollte, was ich jetzt nicht sehe, würde ich auf die Kerkos tippen oder auf die Tantals, einfach weil die unter gewissen Belastungen schnell altern können. Der Rest würde mich wundern. Also der Rest könnte natürlich auch alles kaputt sein, kann nie aber etwas ausschließen, aber dann hätte von außen schon irgendeinen Fehler reinhauen müssen, im Sinne von, das Ding hat wer falsch angesteuert oder so, oder die Ansteuerung ist kaputt gegangen. Und das sind eigentlich keine Sachen, die ich wirklich in der Industrie oder so vermuten würde. Deswegen. Man sieht ja auch im Übrigen, komplett hier mit irgendeinem leitenden Gummi, will ich schätzen. Also nicht leitend elektrisch, sondern leitend thermisch. Sodass die Hitze von dem Ding hier auf diesen Heatsink hier hinten, den passiven, dann wirklich weitergegeben werden kann. Es sieht auf jeden Fall alles sehr interessant aus und im Prinzip haben wir hier hinten dann einen speziellen Mikrocontroller drin mit einem RS232-Transceiver für die Kommunikation nach draußen, einer Stromversorgung und der steuert dann hier hinten diese 3 Kanäle an. Die 3 Kanäle gehen auf 3 Spulen im Motor und die anderen Kabel werden dann Rückmeldung sein, was macht der Motor gerade. Also im Prinzip keine Raketenwissenschaft von der Elektrik her, aber die Raketenwissenschaft, die steckt dann mehr oder weniger in der Software. Denn um dann wirklich das Ding mit hoher Präzision und Geschwindigkeit und so anzusteuern, ja, das ist dann schon mal nicht mehr ganz so einfach. Da muss man dann schon ein bisschen was berücksichtigen, weil man muss ja halt immer die Phasen auch anpassen, wie die angesteuert werden. Auch unterschiedlich, je nachdem, welche Last wir gerade drauf geben. Und das dürfte wahrscheinlich ein bisschen komplizierter sein und hier halt in einem All-in-One-Package für uns alles fertig erledigt, sodass wir nur noch per Serial sagen müssen, mach mal. Okay, also bisher noch nichts, was mir sagt, ob und was da falsch sein könnte. Dann würde ich sagen, wir probieren das mal. Und wir sehen ja hier, wir haben rosa 24 Volt und blau GND. Dann schnappen wir uns die beiden mal. Und 24 Volt haben wir gesagt. Holen wir uns mal hier ein Labornetzteil, stellen 24 Volt ein und machen mal ein Current Limit von
Wir sind mal sehr vorsichtig da drauf. Mal 10 mA oder sowas. Einfach um zu gucken, ob da ein satter Kurzschluss ist oder nicht. Natürlich muss man aufpassen, dass da nicht so viel Kapazität im Netzteil ist, aber das müsste bei meinem hier funktionieren. Ground an blau, das an rosa und also einschalten könnte helfen. Wobei machen wir erst dran, schalten dann ein. Ist besser und ich sehe, 11 mA werden gezogen und die Spannung ist auf 2,5 Volt runtergegangen. Das klingt jetzt erstmal nicht verkehrt. Ein satter Kurzschluss wäre tiefer. Wow, da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Das war jetzt mit 100 mA Limit. Der ist trotzdem noch eingebrochen. Okay, das Current Limit mal höher. 300. Okay, jetzt bewegt sich nichts mehr. Jetzt zieht er Leerlauf etwa 40, 42 mA bei 24 Volt und... okay, das... ja, ich kann ihn jetzt nicht mehr drehen. Also da ist auf jeden Fall was dahinter. Ich schalte mal wieder aus. Und jetzt kann ich ihn ganz einfach hier drehen. Also irgendwas steuert. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Mal wieder an. 40 mA ist da. Und es bewegt sich nichts mehr. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen was bewege. Ja. Wir sehen, der Strom steigt. Also er hält tatsächlich aktiv gegen mit Spannung. Und das ist nicht einfach nur etwas, was ich mir einbilde. Wunderschön. Okay. Dann haben wir auf Gelb und Grün RX und TX. Gelb und Grün. Mal gucken, was da rausfällt. Gelb ist nichts und Grün ist minus 8,6 Volt. Das ist nicht schön. Denn was mir diese minus 8,6 Volt sagen ist, das ist tatsächlich RS-232 und nicht einfach nur UART auf TTL. Das heißt also, so ein Standard-USB-TTL-Wandler, den kann ich da leider nicht benutzen. Denn UART, jetzt hatten wir 8, irgendwas gesehen. Offiziell sind es, glaube ich, plus minus 12 Volt. Die haben wir jetzt nicht ganz, aber ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Und das hilft uns in dem Fall nicht weiter. Ich muss also tatsächlich einen echten, in Airquotes, Adapter finden, der diese plus minus 12 Volt dann auf USB umsetzt. Alternativ könnte ich natürlich auch hier drin vor diesen, irgendwas 232-Chip. Das ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, diese plus minus 12 Volt hier zu basteln. Dahinter fällt tatsächlich dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 5 Volt TTL raus. Die könnte ich hier einspeisen. Das würde funktionieren, hier einfach ein Kabel dann vor den Chip zu löten. Aber ich gucke erst mal, ob ich einen anderen Adapter habe. Das wäre wahrscheinlich die einfachere Methode. Und haha, ich habe da noch was gefunden. Dieses gute alte Schätzchen hier, ja, das ist tatsächlich USB auf einen richtigen RS-232 mit den passenden Spannungen. Ist natürlich so ein bisschen unschön, aber wer früher AT-Megas gebastelt hat, der hat auch noch die passenden Buchsen rumliegen, hier in dem Fall mit Lötkelch. Dann können wir uns hier die passenden Pins raussuchen. Das ist 5 ist Ground, 2 und 3 ist RX-TX. Die können wir dann hier passend mit dem Motor... Hat er sich gerade gedreht? Ich glaube, der hat sich gerade gedreht. Ich wollte gerade sagen, passend verwursteln. Mal gerade hier nochmal Dinge anfassen. Hey, er dreht. Ich glaube, ich bin am Analog-Input. Also offenbar ist die Steuerung tatsächlich noch funktionsfähig. Mindestens mal mit dem Analog-Eingang. Hui, hätte ich nicht erwartet. So, Strom aus. Ich wollte hier dran löten, habe ich gesagt. Gucken wir mal, Gelb hatte 0 und Grün hatte minus 9. Das heißt, Gelb ist in dem Fall unser TX vom Motor. Dasselbe müssen wir jetzt im Prinzip hier bei dem gucken. Gucken wir mal, Pin 3 kommt nichts und Pin 2 kommt auch nichts. Entweder habe ich gerade falsch im Kopf, wie das funktioniert hatte. Oder das Ding hier ist kaputt. TTY USB 0. Jetzt einfach mal die ganze Zeit random Daten drauf senden.
Also schauen wir nochmal, wenn wir jetzt die ganze Zeit senden, dann müssten wir auf jeden Fall was sehen, wenn der noch funktioniert. Und wenn draußen der Weltuntergang startet mit Hagel, danke. Gucken wir mal, Pin 3, da haben wir 2,4 Volt jetzt, Pin 2 nichts, okay. Das heißt, hierbei kommt auf Pin 3 die Daten raus. Bei dem hier kommen auf dem grünen, glaube ich, war es ja, die Daten raus. Oder? Achso, ich habe den Strom aus. Dann kommt da sicher nichts raus, aber ja, grün, das heißt grün an Pin 2. Und damit haben wir auch unser Pinout hier, so wie ich das haben will. So, Strom wieder aus. Und kümmern uns um die Reste. Und zwar, wir müssen den hier verbinden mit Blau und nicht nur Blau, sondern AGND ist Grau. Okay, Blau und Grau zusammen mit dem Ground, den wir uns gerade gebastelt haben. Jetzt können wir den mal anmachen und gucken, was passiert. Dann gehe ich jetzt mal auf die Suche nach der Software, beziehungsweise hole mir die Software nochmal, gucke, ob die unter Linux läuft. Offiziell ist es zu Windows Only. Aber serielle Schnittstelle müsste Wine auch hinbekommen. Mit Glück klappt das ja auch. Muss ich hier nicht noch ein Windows raussuchen. Dann gucken wir einfach mal, ob wir irgendwie mit der Software das Ding angesteuert bekommen. Ansonsten, hey, wie gesagt, wir haben eine komplette Liste aller Befehle. Muss man sich im Notfall da mal durchlesen. Ist halt ein bisschen Arbeit, aber nee, das tut man nicht für den Motor. Okay, technically geht die Software auf, aber wir haben keinen COM-Port. Die müssen wir wohl noch gucken. DOS-Devices. Automatically when Wine starts. Windows Serial Ports following naming convention COM, COM1, bla bla bla. You can see the mapping in Duster. Okay, TTY-USB 0 wäre COM33. Okay, was wir machen können ist, Remove COM1, LNS, Dev, TTY-USB 0 auf COM1. Oder was andersrum? Na, passt schon. Jetzt haben wir COM1 als richtiges Device. Okay. Terminal, Establish Connection. COM, Search for Ports again. Port is not listed. Okay, theoretisch hätte der hier gelistet werden müssen. So, was wir jetzt noch machen können, ist mal eine andere Windows-Software installieren. Just to be sure, ob die auch den COM-Port nicht sieht. Nur um sicher zu gehen, dass mein Wine selber funktioniert. Mein Hard-Term-Exe, ups, ja, hat er erkannt. Und hey, Überraschung, wir haben ein COM1. Connect, tut sich da was? Error, Error when initializing COM1. Okay. Also, ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als mal den Windows zu booten. Yeah. Ja, und Windows macht da mal wieder seinem Ruf bei mir alle Ehre. Es klappt natürlich nicht. Es gibt keinen Treiber für dieses USB-Ding. Yay. Ja, die Treiber, die ich online finde vom Hersteller, die sind alle noch für 32-Bit-Windows-Systeme. Ich habe ein 64-Bit-Windows-System. Da gibt es anscheinend nichts. Da lobe ich mir doch Linux. Da läuft es halt out of the box in den meisten Fällen. Ja, gut. Ich muss mir also offensichtlich irgendwas einfallen lassen, wie zum Geier ich jetzt hier weiterkomme. Denn mit dem USB-Konverter wird das wohl nichts. Okay. Und ich habe mir jetzt hier aus einem alten Rechner und einer Festplatte, die ich noch gefunden habe, mal ein Notsystem aufgebaut, um das zu testen. Gerade hier Windows 10 drauf aufgesetzt. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich schon lange nicht mehr mit Spinning Rust arbeiten muss. Aber ich hatte jetzt gerade keine SSD, die ich hierfür opfern wollte. Aber der Rechner hier hat das, was wir brauchen, nämlich einen seriellen Anschluss, den wir eben auch direkt benutzen. Glücklicherweise ist der ja derselbe wie bei unserem seriellen Adapter. USB, das heißt, wir können ihn hier direkt reinmachen. Mal prüfen, sieht alles gut aus. Dann Strom an. Die Software, die scheint auch ein bisschen besser zu funktionieren. Hier klappt jetzt auch HTML. Na, mal gucken, ob der Rest auch klappt. Verbindung herstellen. COM. Weiter. Motion Controller Version 2, Version 3. Oder Speed Controller. Ich würde sagen, wir haben einen Motion Controller, weil das hier. So. Verbindung zu einem Gerät
Für ein einzelnes Gerät, für Übertragungsrate ist bekannt. Nein. Suchen. Da ist er. Ha! Knoten 0, Seriennummer 0. MCBL 2805. Okay. Knoten nicht gefunden. Ha. Ich meine, irgendwas kriege ich hier. Er findet den Knoten, er findet Dinge, aber GSER, da bricht er ab. Oder da kriegt er keine Antwort. Ich will also die Seriennummer nicht rausrücken. Okay. Dann komm. Machen wir das mit Linux. Ich will wissen, was er jetzt tut. So, nochmal. Position kriegen wir. G-Typ. Kommt nix. GSER. Kommt nix. Ver. Version kommt. Okay. Position updatet sich auch. Ich meine, ich sehe sie ja hier. Die bewegt sich auch. Ich meine, der Motor dreht gerade die ganze Zeit. GV, Get Velocity. Jetzt machen wir mal hier unseren Finger dran. Okay, dann ändert sich was. GN, Get Newton. Okay, das scheint ungefähr gleich zu sein. Was ist das? Get Current Limit. Okay. Das Current Limit 5000, das wären 5 Ampere. Ich ziehe gerade 80. Wenn ich festhalte, komme ich auf 120. Wenn das Current Limit ist, dann hat das Ding noch eine Menge Leistungsreserve. Hui. Get Real Current. Current ist aktuell bei 270 mA. Okay, dann hat er wohl irgendwas anderes, weil wie gesagt, ich messe gerade 80. Temperatur. Oh, 25 Grad. Wunderschön, kriegen wir auch. Ich habe nur noch raus, ich müsste den irgendwie überreden können, diesen Analogmodus zu verlassen und in den digitalen Modus zu gehen. Jetzt ist alles auseinander. Dass ich den per seriell sagen kann, wie schnell soll er denn fahren. Das muss ich mal durchlesen. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Prinzipiell, irgendwas scheint zu leben. Ich kann mit dem Ding kommunizieren, kann mit Linux und Windows da Befehle hinschicken, aber auf manche Befehle bekomme ich keine Antwort. Und die Originalsoftware vom Hersteller, die hängt sich auch auf. Sowohl in der VM als auch mit einer Hardwarekiste. Das lässt bei mir so den Verdacht aufkommen, dass der Controller, den wir hier unten drin haben, irgendeinen weg hat. Am wahrscheinlichsten dürfte sein, dass entweder hier versucht wurde, ein Firmware-Update drauf zu machen, was irgendwie fehlgeschlagen ist, oder dass durch Umwelteinflüsse, elektrische Einflüsse irgendwie der Speicher hier drin einen abbekommen hat und da Dinge kaputt gegangen sind. Würde dann auch erklären, warum er offenbar ausgemustert wurde und jetzt hier liegt, funktioniert halt nicht mehr sauber. Aber ein paar Sachen funktionieren noch und ich denke, es sind die wichtigsten, denn ich kann das Ding inzwischen bewegen. Ich bin die Befehle nochmal durchgegangen und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir machen können. Wie gesagt, ich habe den jetzt hier mit einem USB auf Seriellwandler dran. Muss man aufpassen, weil hier das wirklich RS-232 ist und nicht TTL-Level, was man halt direkt mit dem Arduino oder so machen könnte. Aber im Zweifelsfall kann man das hier unten drin adaptieren, das sollte gehen. Gehen wir mal hin und verbinden uns mal. Das machen wir hier mit Pico.com zum Beispiel. Baudrate ist 9600. Wir wollen ein Echo haben und das ist TTY USB 0 bei mir. Ich das jetzt mache, kommt hier Terminal Ready. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen POS. Dann sagt er mir minus 5190. Was sagt uns das? Naja, er ist jetzt bei der Position 5190. Wenn ich jetzt nochmal POS mache, sind wir bei 94. Nochmal. Ein bisschen weiter. Was hat er jetzt zu sagen? Naja, offensichtlich drehen wir uns hier ganz langsam. Ich kann zwar nichts sehen, aber es scheint tatsächlich so, als ob wir hier uns immer weiter in den negativen Bereich bewegen. Was wir jetzt direkt schon mal machen können, das ist, wenn wir uns hier die Position angucken, die bewegt sich ja immer fleißig weiter, wir können DI schreiben. Das ist Disable. Jetzt ist der Motor eigentlich aus. Wenn wir jetzt gucken, jetzt bleibt das Ganze auch stationär. Das heißt also, wir haben die Bewegungselektronik sozusagen ausgemacht, aber der Motor, der Motor hat keinen Strom mehr. Das heißt, ich kann jetzt sogar per Hand bewegen. Lass mal gerade gucken. Ja, wenn ich ihn per Hand bewege, dann sehen wir auch, wo er sich hinbewegt. Das heißt also, er trackt tatsächlich im Disable-Zustand auch, wo man hier das Ding hindreht. Das heißt also, ja, das funktioniert schon mal. Mit EN können wir ihn wieder einschalten. Wenn wir jetzt gucken, die Position läuft jetzt immer weiter. Das ist jetzt eventuell schlecht, denn wir wollen ja selber nicht nur dran rumdrehen und feststellen, wo das Ding gerade ist, sondern wir wollen ja auch sagen, was sollst du denn tun? Und dafür müssen wir ein paar Sachen vorbereiten. Dazu sagen wir erstmal Gmod, damit können wir nachgucken, in welchem Modus wir sind. Wir sind aktuell im Modus
C, das ist ContMod, das heißt Continuous Motion. Klingt richtig. Und was ich auch machen will, ist SOR0. Ja, gerade nochmal machen, nur zum sicher zu gehen. Damit sagen wir Ihnen die Quelle für unsere Geschwindigkeit und so, das soll die serielle Schnittstelle sein. Bitte den analogen Eingang und so nicht benutzen. Und das machen, gucken wir nochmal, was sagt die Position? Fleißig weiter am Laufen. Wir können jetzt aber sagen V0. Und nu? Aha. Das Ding bleibt stehen. Was ist ein V0? Naja, V ist Velocity. Also im Prinzip, wie schnell bewegen wir uns. Und das können wir uns auch zunutze machen, denn wir können jetzt hier zum Beispiel sagen V100. Und ich würde sagen, da dreht sich was, ne? Und die 100 ist die Drehzahl. Das heißt, wenn wir auf 1000 gehen, ist es jetzt dann 10 mal so schnell. Ich würde sagen, sieht schon mal richtig aus. Das ist kein 1000. Da brauchen wir uns, denke ich, nicht groß drüber zu unterhalten. Hat aber einen einfachen Grund. Naja, der Motor dreht mit 1000, aber wir haben hier oben unsere, was war es, 1 zu 14, glaube ich. Ja, 1 zu 14 war das. Das heißt also, das hier ist jetzt 1000 geteilt durch 14. Das heißt, wir können jetzt V14.000 machen und ja, ich glaube, er läuft. V0 und schon hält er wieder an. Das Ganze können wir im Übrigen auch andersrum machen. Machen wir nochmal V100. Ups. Backspace nicht benutzen, das mag er nicht. So, jetzt dreht er wieder. Was ich auch machen kann, ist V-100. Dann dreht er in die andere Richtung. Und hier so können wir jetzt im Prinzip schon mal hingehen und den Motor so bewegen, wie wir das wollen. Klingt ja schon mal gut. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel, nämlich absolute Bewegung oder Positionierung. Denn wir haben ja die ganze Zeit gesehen, wenn ich auf Post gucke, dann hat er hier eine Meldung, an welcher Position er ist. Der weiß also, wie viel er gedreht hat. Das können wir uns zunutze machen. Wir können nämlich ihm auch sagen, wo er sich hindrehen soll. Wir können zum Beispiel sagen, LA für Load Absolute, 0. Jetzt hat er eine Zielposition von 0 und wenn ich jetzt M sage, dann bewegt er sich dahin und jetzt dreht er sich ganz häufig und zwar in die Gegenrichtung. Wir haben eben ja auch diese Position von, was ist das, 1 Million irgendwas laufen lassen. Theoretisch müsste er auch irgendwann wieder ankommen. Ja, da ist er. Jetzt hat er die Position erreicht und ja, steht jetzt hier auf der Position 0. Jetzt Post machen, 0. NP heißt eigentlich Notify Position, dass er uns Bescheid sagt, wenn er die Position erreicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein Befehl, der nicht funktioniert. Können das aber nochmal testen. LA-1000, M für Move und ja, jetzt hat er da 1000 bewegt. Wir sehen kein Position, also das hat nicht funktioniert. LA0, ups, LA0, Move. Jetzt sehen wir aber auch, das war kein 1000. 1000 wäre normalerweise eine Umdrehung gewesen. Aber wir wissen ja, 1 zu 14, das heißt, wenn ich jetzt LA minus 14.000 mache, das müsste jetzt exakt eine Bewegung oder eine Umdrehung sein. Achtet jetzt mal darauf, wo das Ding steht und jo, ich würde sagen, das ist genau eine Umdrehung. Wo man ein bisschen aufpassen muss, das Ding kann aktuell nicht ins Positive bei mir. Wenn wir hier plus 10.000 machen zum Beispiel und Move sagen, ups, okay, funktioniert doch, never mind. Das Ding hat in Software konfigurierbare Limits, wo das Ding den oberen Anschlag hat, den unteren Anschlag hat für diese absolute Positionierung. Die kann man auch wieder ausschalten. Man kann, das Ganze ist ein PD-Regler, das heißt also, man kann diesen proportionalen und derivativen Berechnungsfaktor einstellen, um dann die Geschwindigkeit, mit dem das Ding fährt, da auch bestimmen zu können und solche Späße. Also da ist eine Menge möglich. Aber ich würde sagen, wir haben unsere wichtigsten Sachen. Wir können die Position auslesen. Wir können sagen, wann und wie schnell das Ding in welche Richtung drehen soll. Und das ist, denke ich, alles, was für so einen Motor hauptsächlich relevant ist. Es ist jetzt natürlich schade, dass er uns nicht aktiv Bescheid sagen kann, dass das mit dem Hallo, ich bin an der Position angekommen, nicht klappt. Aber im Zweifelsfall pollt man dann halt mit POS und guckt, was das Ding gerade macht und kann dann in Software bestimmen, wann das Ding angekommen ist. Und ja, im Zweifelsfall dann so seine Sachen machen. Ja, der Motor sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und ja, können wir natürlich jetzt jederzeit hier hinfahren, wo wir wollen. Ich würde mal sagen, auch wenn nicht alle Befehle funktionieren, das Ding, das hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Ihr habt ja gesehen, sehr, sehr, sehr langsam können wir auch hier bewegen, wenn wir mal V1 machen.
Der bewegt sich gerade. Ich weiß. Und wenn wir hier gucken, sehen wir das auch. Das ist jetzt eine Umdrehung pro Minute. Und wir sehen, wir sind gerade bei Position 2. Irgendwann sollte er dann auf 3 hochspringen. Ja, ist es. Und ja, die Bewegung kann man quasi nicht wahrnehmen hier. Aber trotzdem bewegt er sich halt mit der Genauigkeit. Man hat natürlich ein bisschen was, was hier wackelt. Einfach auch durch das ganze Getriebe, was hier dazwischen ist wahrscheinlich. Und wer weiß, was die Lager, die hier drin sind, so alles mitgemacht haben. Aber ja, wie wir sehen können, es funktioniert einwandfrei und kann extrem langsam fahren. Extrem schnell jetzt vielleicht nicht mit dem Getriebe. Aber ich würde sagen, wir können uns auf jeden Fall bewegen, wie wir wollen. Und damit tut der Motor dann auch, was er soll.